Hi Leute, willkommen beim Phantasa Studio und willkommen zu einem Projektupdate. Da fällt mir gerade ein, eigentlich hatte ich ja zu Anfang des Jahres mal gesagt, dass in diesem Jahr weniger Projektupdates kommen und dafür ein paar andere Sachen. Jetzt ist es so, dass wir doch wieder mehr Projektupdates machen. Ja, die Planung und die Realität geht halt doch auseinander. Egal! Ich hoffe, ihr freut euch trotzdem über weitere Videos, in denen ich euch eben zeige, was wir hier so im Studio gerade alles machen, was für Projekte und ja, was allgemein so die Künstler eben bemalen. Hier haben wir ein Mortarion für Warhammer 40k auf Level 5 und bemalt wurde das Modell von unserem, wie heißt es so schön, ist ja nur für YouTube, ist ja nur fürs Internet, was soll's wegen den Versprechern. Nein, das Modell wurde von unserem Künstler Raphael bemalt auf Level 5 und das ist der erste Mortarion, den wir hier im Studio bemalt haben. Wird aber nicht der letzte sein, denn zurzeit haben wir noch mindestens 2 oder 3 weitere Exemplare bei uns im To-Do-Regal stehen. Auch auf höheren Leveln, das heißt, da kommt noch einiges. Aber den wollte ich euch schon mal zeigen, weil es eben der erste war oder der erste ist. Wir haben ja auch schon relativ oft den Magnus bemalt oder den Lord of Change, diese ganzen anderen großen Modelle und eben jetzt auch Mortarion. Und was soll ich sagen, er sieht jetzt auf den ersten Blick kleiner aus als Magnus, aber das täuscht, weil nun ja, die Flügel sind ja noch dran und allgemein das Modell hat wesentlich mehr Details als Magnus, ist also wesentlich aufwendiger. Ja, gehe ich nochmal hier so ein bisschen nah ran, damit ihr euch den angucken könnt. Wie gesagt, Level 5 Character, das ist schon, ja, ich sag mal, gehobener Tabletop-Standard, geht natürlich dann noch viel, viel mehr. Also wir gehen dann da auch noch weiter hinauf in den Bereich Display-Standard, einfache Display-Qualität, hochwertige Display-Qualität. Aber der hier jetzt erstmal auf Level 5, ne? Könnt ihr euch die ganzen Details an der Rüstung ansehen von dem Bausatz? Okay, das kann man sich auch auf der GW-Webseite ansehen. Trotzdem gibt es da so manche Details, die fallen einem dann erst bei der Bemalung auf. Diese ganzen Nörglinge, die zum Beispiel hier unten auch auf dem Base rumlaufen und kleine Kapuzen tragen, also so, ja, kleine Kopien quasi von Mortarion sind, ist echt süß. Die baumeln dann hier auch so ein bisschen an seinen Ketten rum und fliegen da rum. Die haben dann auch so kleine Flügelchen, die ähnlich aussehen wie die Mottenflügel von Mortarion. Ohnehin schon ziemlich krass auch, was diese Sense angeht. Ich kann mal das Modell für euch drehen, um es zu zeigen. Denn hier hinten, ja, da kommt auch noch so ein Schwall, ja, giftiger, kranker Energie aus der Sense heraus. Sehr, sehr cool. Und hier hinten auch, wie ihr sehen könnt, da schwirren auch noch so kleine geflügelte Mottennörglinge durch die Gegend. Ich kann euch sagen, das wird auf jeden Fall schon mal ein ziemlicher Spaß werden, das Modell zu verschicken. Dann hier oben die Mottenflügel, das finde ich sowieso ein sehr, sehr cooler Effekt geworden, dass es hier nach außen hin so, ja, wie soll man sagen, so bräunlich getupft eher ist und dann nach innen hin die Flügel dann doch eher hell bleiben. Das ist ein sehr cooler, beeindruckender Effekt, aber auch eigentlich relativ einfach zu machen. Und ja, was kann ich euch denn da noch so alles zeigen? Nö, fällt mir jetzt gerade nichts weiter ein. Ihr könnt noch viel, viel mehr über das Modell erfahren, wenn ihr auf unsere Webseite geht, www.phantasos-studio.de und da dann den Bereich Bildergalerie und euch dann dort auf unserer Bildergalerie eben das Modell nochmal im Detail ansieht. Aber jetzt mal, bewegte Bilder, ja, vermitteln nochmal einen etwas anderen Eindruck, sagen nochmal ein bisschen was anderes aus und die wollte ich euch halt bei dem Modell nicht vorenthalten. Das war's für dieses Video und ich würde sagen, wie immer, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!